Ja, moin Leute. Da bin ich wieder. Ist mittlerweile knapp 2 Wochen her zum letzten Cut. Ich wollte ja eigentlich von der einen Nacht am Wasser, wollte ich ja eigentlich was zeigen, aber ich war erst so spät mit meiner Freundin am Wasser und es hat geregnet und wir sind auch morgens noch relativ früh abgehauen. Da kommt man nicht viel zeigen. Und ja, zwischendrin war ich nochmal auf Barsch im Angeln. Ein paar kleine gefangen, auch nichts. Nichts wirklich Zeigenswertes, wo ich dann auch die Kamera auch nicht dabei hatte. Und ja, jetzt habe ich wieder eine Nacht gemacht. Ich wollte eigentlich gestern schon mal zeigen, aber ja, war wieder erst um 8 Uhr am Wasser. Oder um 8 Uhr hatte ich fertig aufgebaut. Kurz nach 7:30 war ich da. Ja, hat wieder geregnet und war halt schon dunkel. Ne? Dann lohnt sich da auch meistens nicht, noch groß was zu zeigen im Dunkeln. Zumal ich dann hier auch immer komplett still bin. Also ich laufe dann auch nicht mehr runter ans Wasser oder gehe nur auch zum Bissen eigentlich raus aus dem Schlafsack, weil er ist halt Steinboden und ich denke immer, wenn ich hier rumlaufe, dann verscheuche ich die Fische. Ja, es hat übel gepisst, aber so richtig krass. Also es hat richtig so nicht normaler Regen, das war schon so Gewitterregen fast. Ja, ich konnte um knapp 4 Uhr den ersten Fisch fangen. War auch ein kleiner Spiegler, 4-5 Kilo. Achso, beim letzten Mal hatte ich 2 kleine Spiegler, auch so 4-5 Kilo. Das ist im Moment hier so die, das sind die Satzer, die abgewachsen sind. Und ja, man kann nicht vernünftig an denen vorbeiangeln. Also es war in den letzten Jahren nicht so. Meistens hat sie dann schon einen aus dem Altbestand. Mit so um die 10 Kilo, sage ich jetzt einfach mal, schon so ein bisschen der Altbestand. Aber das hat sich jetzt komplett geändert. Also man kann am besten nur an denen vorbeiangeln mit großen Boilies. Aber ich habe keine großen Boilies und ich will mir auch dieses Jahr keine mehr kaufen. Deswegen angle ich mich jetzt so durch, obwohl es vielleicht von der Taktik her nicht das Schlauste wäre, aber egal. Naja, heute Nacht hatte ich auch so einen in der Größe und tatsächlich habe ich dann gerade eben einen besseren gefangen, so aus dem Altbestand. Ich habe ihn jetzt noch im Kescher um die 10, 11, 12 Kilo. Ich habe noch nicht so genau geguckt, aber ist auf jeden Fall ein richtig altes Ding, richtig geil. So einen wollte ich hier noch mal. Ja, ich habe ihn jetzt noch im Kescher, weil wir haben jetzt, sag mal, 11 Uhr und halbe Stunde noch, einer gesprungen. Eigentlich ist die Beißzeit schon vorbei, aber wenn ich ihn jetzt zurücksetze, dann bin ich mir ziemlich sicher, dann geht gar nichts mehr. Deswegen warte ich noch ein halbes Stündchen und gucke, dass ich vielleicht noch einen kriege. Jo, was gibt es sonst noch sozusagen? Viel ist nicht passiert. Ich habe ein bisschen was an der Futtertaktik geändert. Ich habe jetzt, Anfang Oktober fange ich so langsam an, wieder mit Teig zu arbeiten, nicht nur mit trockenen Boilies, sondern schmeiße auch immer ein bisschen Teig mit rein. Funktioniert ganz gut, also hat jetzt vorher keinen großen Unterschied gemacht, außer dass ich jetzt halt einen besseren Fisch gefangen habe. Aber ansonsten sieht es aus, als wenn ich hier einen schwarzen sitze. Aber ansonsten alles wie immer. Ja, doch. Auf eine Route habe ich mal einen 30er Boilie gemacht plus Pop-Up. Darauf kam auch der bessere, deswegen werde ich demnächst nur noch 30er Boilies hier angeln. Da habe ich noch Hookbaits von genug. Und wenn man so an den kleineren vorbeiangelt, dann ist mir das recht. Wo ich da eigentlich nicht so der Fan von bin. So. Ja. Jo. Wie ist der Plan so noch? Ich kann noch 2-3 Wochen an dem einen Gewässer angeln. Bei dem hier kann ich noch knapp 2 Monate angeln, dann ist hier auch rum. Das ist mal jetzt der Oktober. Nach dem Oktober wird es immer zäh, sehr zäh. So war meine Erfahrung das letzte Jahr. Also im Oktober habe ich noch gut gefangen. Im November habe ich dann so gut wie gar nichts mehr gefangen. Nee, wie war das? Ich glaube, im Oktober habe ich auch Scheiße gefangen.
Aber Ende Oktober habe ich dann den besten Fisch der Kampagne gefangen. Naja. Mal gucken, wie es dieses Jahr wird. Wasserstand ist gut. Sehr gut. Wirklich. Sehr tief. Ist eigentlich immer genau das Richtige. Weil wenn er zu hoch ist, war nie so geil. Ja. Zeige ich euch gleich den Fisch. Richtig cooles Teil. Ich freue mich richtig nochmal hier so einen gefangen zu haben. Ich bin jetzt auch schon wieder 2 Monate hier am Füttern. Und wenn du dann wirklich nur, ich weiß nicht, 6, 7 von den kleineren fängst, dann wird es natürlich nochmal einen wie vorher haben, die eigentlich Standard waren, so, ne, die man eigentlich immer gefangen hat. Dann werden auf einmal Standardfische, werden auf einmal zu was Besonderem, sage ich jetzt mal wieder. Ja, aber ist cool. Ist jetzt noch schnell was, dann packe ich auch schon wieder ein. Wieder viel zu lang gelabert. Gucken, wie der Plan für die nächsten Tage ist. Einmal will ich noch eine Tagessession an dem anderen See machen jetzt, die Tage. Wir haben jetzt langes Wochenende. Da wird, denke ich mal, auch wieder gut was gehen. Denke mal, das Wetter ist perfekt. Es ist wirklich perfekt. Es ist nicht zu kalt, noch kein Frost, Regen, so wie so Sauwetter wie eigentlich die letzten Male auch. Alles klar, da haben wir es gerade. Leute, ich habe den Fisch gerade gewogen, war aus Interesse, hat ziemlich genau 12 Kilo, ist so ein guter Durchschnittsfisch hier, ne? Mittlerweile jetzt nicht mehr, war es so vorher, würde ich fast sagen, ne? Auf jeden Fall richtig schönes Teil, der hat so Pusteln vorne auf der Schnauze, sieht ganz witzig aus, ja, und mega geiler Fisch von hier. Schön rote Flosse hinten. Und hat noch nicht viele Haken gesehen. Jetzt den Sack wegmachen. So. Zeige ich mal. Riesenflossen haben sie hier. Schön verschwunden. Hammer. Schönes Teil. So, zeige ich nochmal die andere Seite. Schön. Ist er weg. Scheiße, Alter. Egal. Oh, kann doch nicht sein. Ey, in letzter Zeit passiert mir das irgendwie zu oft. Scheiße, Mann. Oh, was ein Dreck, Alter. Den hätte ich gern noch ein schönes Foto gehabt. Von der Seite. Fuck, Alter. Oh, Mann, Alter. Scheiße. Ja, ist das Risiko. Wenn man keine Matte mit hat, nur Wasserbilder. So läuft's. Scheiße, Alter. Jetzt bin ich auch noch nass. So eine Kacke.
Tja, was willst du machen? Ja, moin Leute. Ich bin wieder am Wasser. Hatte jetzt ein bisschen länger, oder ich war ein bisschen länger schon nicht mehr auf Karpfen am Angeln. Ich war die letzten Male nur auf Barsch und da habe ich die Kamera nicht mitgenommen. Ja, ist jetzt so 2 Wochen her, glaube ich, zum vorherigen Cut. Ja, jetzt bin ich wieder an dem See, wo man nur tagsüber angeln darf. Hab Zelt dabei wegen Regen. Wir haben letzten Tage, wir haben es jetzt Mitte Oktober. Die letzten Tage war es so richtig Altweibersommer, durchgehend, also richtig kalt schon nachts, keine Wolke am Himmel. Und jetzt hat das Wetter seit gestern, ist es komplett umgeschlagen, ist komplett auf bewölkt, Nieselregen, also das beste Wetter, was man sich eigentlich nur wünschen kann. Ja, und morgen ist die Saison hier auch an dem Gewässer vorbei. Heißt, Saison vorbei, letzte Mal angeln, vielleicht gehe ich morgen noch mal kurz. Muss ich mal schauen. Ja, habe natürlich trotzdem weiter mal vorbereitet. War immer hier. Und die Fische, die sind geisteskrank am Eskalieren. Ich war auch 2 Mal zum Barschangeln hier. Und ja, ich habe auf meiner Stelle, ich habe eigentlich nie auf meiner Stelle geangelt, habe es dann mal probiert. Und ich habe zwischen den Karpfen geangelt, zwischen den springenden Karpfen. Also es ist wirklich, hätte mich nicht gewundert, wenn ich dann auf Gummifisch noch einen Karpfen fange. Jo. Da ist gerade wieder einer gerollt. Ich war genau über dem Rack. Also relativ viele kleine Fische, würde ich jetzt mal so sagen. So um die 8-9 Kilo, die gerade hier am Rollen sind. Also jetzt nicht, dass hier. Kommen auch die Blubberbläschen hoch. Vielleicht kennt ihr sie, wenn die gerollt sind und danach kommen die Blubberbläschen noch hoch. Dann sieht man, wohin die Fische schwimmen. Naja, auf jeden Fall. Alles nichts Riesiges. So 8-9 Kilo habe ich jetzt mal etwas größeren Hookbait drauf gemacht. Damit ich die vielleicht nicht direkt hake. Jo. Na, mal schauen. Geil. Ich mag das ja in diesen milden Herbsttagen. Das ist schon immer top. Die sind auch so nah am Ufer, ne? Ich habe letztens mich mit dem Fahrrad rumgefahren und ich konnte wirklich einen Fisch auf ungefähr einem halben Meter Wasser sehen. Anfang Oktober. Mitten am Tag gefressen. Auf einem halben Meter Wasser. Also muss nicht immer heißen gleich tief, ne? Obwohl ich würde jetzt auch nicht auf einen halben Meter ablegen, aber das hat mich schon echt gewundert. Zumal jetzt Richtung Herbst kamen die Bisse immer später und dann habe ich den da fressen sehen. Wirklich nachmittags um einen Meter Wasser drin, ne? Denkt man nicht. Jo. Über, wirklich vor mir ungefähr würde ich sagen so 5-6 Hektar Wasserfläche. Nur da ist Bewegung, sonst überall sonst tote Hose. Da merkt man wieder, was Vorbereitung so ausmacht. Ne? Geht jetzt auch schon seit 5-6 Monaten ist hier Futter drauf. Ja, will ich gar nicht groß weiter labern. Ich leg mich hin und würde sagen, bis gleich.
Boah, Leute. Zwei Fische im Netz wieder. Und der hier, der ist... Ja, naja, spiegelt das ein bisschen. Der hat seine 17 Kilo. Oh. Richtig geiles Ding. Richtig geil. Boah, und der hier, der muss ich mal gerade drehen hier. Ey, das ist so ein richtig... Der ist im Vergleich zu dem anderen doppelt so hell. Jetzt ist er genau im Netz. Komm, Kollege. Ey, der ist richtig, der andere ist richtig nussbraun. Der hier ist richtig fast wie ein Ghostie. Nicht so extrem, aber... Und der hat richtig krasse Schuppen auf der Seite. Puh. Puh. Aber kein Riese, egal. Aber der ist gut, der Nussbraune, der ist gut. Ey. Boah, geil, Alter. So einen wollte ich hier. Das ist bis jetzt der größte, den ich hier so richtig aufs Video kriegen konnte, Alter. Geil. Geil. So. Der erste Fisch ist gewogen. Im Moment habe ich es nicht so mit dem Schätzen, keine Ahnung. Hat jetzt nur knapp über 15 Kilo, aber trotzdem perfekter Fisch. Makellos, nussbraun, richtig geile Farbe, richtig geiles Teil. Riesenflossen hat er. Biss habe ich verpennt. Kommt von der Nachtschicht und dreiviertel Stunde gepennt bis jetzt. Richtig, richtig geil. Irgendwann kommt so dieses Besoffensein-Feeling. Ey, der von der Länge her sah der viel größer aus als ein 15 Kilo Fisch. Und der hat halt leider keinen Bauch, aber ist nicht schlimm. Ey, der hat Flossen, Alter. Den lasse ich jetzt aber nicht abhauen. Ja. Auf keinen Fall. So, Sling weg. Der hat Farben, Alter. Richtig cool. Richtig geiles Teil. Boah. Der hat was. Alter, der ist richtig nussbraun. Jetzt hat er sie nass. Krass. So, da bin ich wieder. Kurz mal die Linse ein bisschen trocken gemacht. Zeige ich noch mal von der Seite. Geiles Teil. Mal schnell die andere. Geile Farbe, ey, Hammer. So müssen sie sein, Alter. Geil, Mann. Richtig geil. Ey, da lohnt sich die Anstrengung immer. Boah, ist der Hammer. Richtig schön. Riesenflossen. Richtig geil. So. Zeige ich jetzt gleich den nächsten. So, zeige ich euch schnell den zweiten. Damit ich auch wieder pennen gehen kann. Oh, Alter, ich bin auch. Ich weiß nicht, ob man sieht, aber meine Haare. Klatschnass noch von heute Morgen. Ich bin im klatschnassen Regen hier in Gefahr. Also im richtig ekligen Regen, Alter. Boah. Komischerweise, nachdem ich angekommen bin, so gut wie kein Regen mehr. Boah, aber ey, der Fisch hier, der sieht uralt aus. Ne? Der sieht so richtig urig aus. Ohne Scheiß, Alter. Der könnte auch aus Südfrankreich kommen. Ohne Scheiß. Alter, der sieht aus, ey. So richtig wildes Ding.
Aber der ist Hammer. Junge, bin ich überhaupt am Aufnehmen? Ja. Kein Leser, ich schätze mal so auf 10 Kilo, 19 Kilo. Aber egal, Alter. Boah, Junge, der sieht mal ganz anders aus. Junge. Der hat auch eine riesen Schuppenreihe hier oben, ne? Krass. Richtig cooles Teil. Boah, Hammer. Alter. Man merkt, die werden langsam dicker für den Winter. Ey, so cool, Alter. Ganz anderer Fisch wie der eben. Ganz anderer Fisch. Überhaupt keine Ähnlichkeit so, ne? Ey, der sieht hier auch so richtig graus, richtig abgeranzt. Und da hinten eben auch. Ist der geil. Der hat was, Alter. Der mit 20 Kilo wäre ein geiles Ding, ey. Ich glaube so schon, aber. Hammer. Ey, und wir haben gerade mal Mittag. Alter, die eine Seite, ne, die sieht aus. Absolut geil. Junge. Alle Fische makellos. Ich mal gucken, ob ich es drauf kriege. Ich hatte eine Schuppenreihe hier oben. Das spiegelt bestimmt ein bisschen. Aber der hat eine Schuppenreihe, Alter, die ist riesig. Einmal ganz kurz die andere Seite. Top, top. Ey, so muss das sein, ohne Scheiß. Das meiste ist so, wenn ich von der Nachtschicht komme und schlafen will, dann läuft es besser, als wenn ich ausgepennt bin. Ist immer so, immer. So, ich melde mich später wieder, bevor der Akku leer ist. Ich komme nicht zum Schlafen heute, ey. Scheiße, Alter. Okay, das ist... Puh. Da ist er drinne. Alter, ich habe erst gedacht, der wäre kleiner. Aber der hat auch seine. Der ist ein bisschen. Gib mir nach unten. Der hat 16 Kilo. 15, 16 Kilo hat er auch wieder so eine riesen Schuppenreihe, Alter. Junge. Ich habe erst gedacht, der wäre viel kleiner, Alter. Oh Mann, Junge, ist der. Das ist ja auch so ein geiles Ding, ey. Boah. Alter, geht ja ab, ey. Blätt, Alter, Blätt. Junge. Wie cool ist der denn, Alter? Riesenmaul. Boah.
Junge, geil. Ey, und das ist das Geile an diesen Stahlhaken, ne? Das ist so viel geiler als diese Teflon-Dreckkacke, die es eigentlich fast nur noch gibt. Alter, da kannst du auch mal 2 Fische mitfangen, kannst auch mal 3, vielleicht mal 4 Fische mitfangen. Und die Dinger sind danach nicht krumm und umgebogen und Alter. Auf jeden Fall endlich nochmal verkaufstechnisch nicht so schlau, weil weniger Haken verkauft werden, aber ja, nervig, einfach nur nervig, immer die Haken zu wechseln, Alter. Ah, deswegen top Haken da vom Jan, ohne Scheiß. Richtig gut, richtig gut. Sind zwar schon ordentlich dickdrähtig, aber ja, ich sag mal, ich denke mal nicht, dass man da jetzt einen Fisch weniger mit hakt. Und das Geile ist halt, die Fische sind jetzt noch eventuell da, wenn keine verscheucht sind. Kannst jetzt die Rute so hinwerfen. Gleicher Hookbait. Alles gleich. Oh. Und musst nicht erstmal wieder jetzt eine Viertelstunde basteln, bis du die Rute wieder rausbringen kannst. Das ist ja immer ganz geil. Oh ey, der Fisch, der ist geil, aber der kommt mir auch bekannt vor irgendwie. Also ich habe einen gefangen, der war genauso groß und genauso von der Form her. Also er hat Ähnlichkeit mit ihm. Muss ich mal schauen, ob der das auch später ist. So. Jo, da bin ich wieder. Wieder nur ein paar Minuten geschlafen. So richtig wird das heute nicht mehr klappen, glaube ich. Aber richtig geilen Fisch nochmal gefangen. Richtig, bis jetzt der größte. Knapp über 16,5 Kilo. Der hat schon ein bisschen mehr Bauch. Der ist schon mehr so in dem Herbstmodus wie der andere. Aber ey, geil, geiles Ding. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn schon mal hatte. Ich hatte einen, der sah wirklich von der Form her genauso aus. Aber ich meine, er war ein bisschen kleiner. Aber ich sag mal, alles, was in dieser Kategorie von der über diese Größe ist, die sehen alle ziemlich ähnlich aus. Der ganz große, den ich hier hatte, mit bisschen was über 22,5 Kilo, der sah ähnlich, also der hatte auch die gleiche Form. Die sind relativ breit, da haben hinten, ja, wie so ein Ei. Nicht so ein richtiges Ei, wie, also krass extrem fischen, aber das sind schon, und die haben riesen Mäuler haben die, Alter. Wenn die hier die Signalkrebse fressen. Und Farbe macht auch wieder richtig schick. Ey. So. Boah. Junge. Der schmeckt, Alter. Schönes Ding, richtig schöner Fisch. Richtig rot schon, ey. Das Wasser hier ist ja auch in Flachen schon arschkalt, Alter. Aber sie haben Bock. Oh, morgens Saison vorbei, ey. Richtig ärgerlich, Mann. Zur besten Zeit, ey. So, mal die Seite. Oh. Schönes Teil. Wirklich schön. Makellos. Unbekannt.
ziemlich sicher der Einzige, der ihn bis jetzt in der Hand halten durfte. Herrlich. Besser geht's nicht. Besser geht's nicht, Alter. Richtig geil, Mann. Boah. Einmal halt ich ihn noch. Hat schon was. So, dann lass ich, würde ich sagen, bis später. Denke ich mal nicht der Letzte sein. Haben wir es Mittag. Bin noch gar nicht so lange hier. Ja, moin Leute. Mittlerweile haben wir schon den nächsten Tag. Ich bin jetzt an einem anderen Gewässer. Ich habe gestern nach dem größten Fisch habe ich noch mal 2 Stündchen gepennt. Hab dann noch einen Lauf bekommen, hab den aber leider verloren. Ich weiß nicht, ich denke mal durch den geringen Wasserstand, keine Ahnung, ist da irgendwie das Flussbett besser erreichbar für die Fische. Und meistens habe ich das schon oft in diesen Talsperren gehabt, dass in dem Flussbett noch Hindernisse sind, wie Wurzeln oder ja oft auch Wurzeln, ne? Oder große Steine, irgendwo hat er sich festgesetzt und da ist leider auch der erste Fisch, den ich da jetzt an diesem Gewässer da abgerissen habe. Aber, naja, was der konnte, ich habe die Bremse immer sehr weit offen da, weil die halt losschießen. Demnächst mache ich es ein bisschen mehr zu, dass wir vielleicht jetzt nicht gerade 100 Meter weit ballern. Aber naja, gut, erst habe ich gedacht, da wäre alles frei, aber naja, so passiert halt. Jo, mittlerweile bin ich jetzt an der großen Talsperre, wo es jetzt eigentlich in letzter Zeit nicht so lief. Ja, ich werde jetzt, also die Bedingungen sind immer noch top, also noch besser würde ich fast sagen wie gestern. Heute war richtig schön windig, aber mild und Regen, also alles top. Guten Liegen, wir haben es jetzt 7:30, schon stockdunkel und ich hoffe, man kann mich sehen, ja. Schon stockdunkel. Routen liegen top. Wirklich sehr gutes Gefühl. Also da, wenn da nichts geht, dann liegt es nicht an den Routen. Vorbereitet ist der Platz auch. Kann eigentlich nicht viel verkehrt, also nicht viel schief gehen. Ich wäre gerne noch ein bisschen früher gekommen, aber irgendwie, ich schaffe das nicht, wenn ich dann. Ich gehe Samstag meistens noch arbeiten auf Frühschicht und es klappt einfach dann irgendwie nicht. Dann bin ich müde, dann lege ich mich nochmal hin. Theoretisch müsste ich direkt nach der Arbeit hier hin. Oder mich direkt fertig machen und dann direkt hier hin. Aber irgendwie klappt es dann nicht so immer, ne? Aber ist auch nicht verkehrt. Ich mache wieder eine schnelle Nacht. Ich hoffe ja, wenn ich hier so einfangen würde, wenn ich so Fische fangen würde hier an diesem See wie gestern an dem anderen, dann würden wir ein Ei platzen. Ohne Scheiß. Also. Ich habe dieses Jahr gerade erstmal gebacken bekommen, hier einen vernünftigen Fisch zu fangen. Also das ist schon ein bisschen traurig. Ja, normal, der klare Verstand sagt ja, ey, oder der normal sagt man ja, wenn es irgendwo so richtig scheiße läuft. Letztes Jahr lief es gut, es lief nicht perfekt, aber es lief gut. Ich habe schöne Fische gefangen, aber dieses Jahr ist wirklich noch schlechter. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ob das mit dem steigenden Angeldruck ist, ich weiß es nicht. Aber normal sollte man das dann gar nicht weiter verfolgen und sich eventuell was anderes suchen. Aber so ist es halt jetzt noch. Ich gebe dem Ganzen noch ein paar Mal. Am März, dann mal heute, 15. Mitte Oktober. Ein paar Mal gebe ich ihm noch hier. November wird es zäh. Ist jetzt aber auch schon zäh, deswegen kein Problem. Ja, wenn was gehen sollte, melde ich mich auf jeden Fall. Gucken, morgen früh ein paar schöne Aufnahmen hinkriege. Ja, ich habe erstmal gechillt, bisschen was gegessen und Filmchen oder so geguckt. Mal schauen, bisschen One Piece schauen. Ja, so ist das, ne? So ist das. Thank you.
Ja, moin Leute, Nacht ist rum. Ich konnte heute Morgen vom Dunkeln konnte ich einen schönen Fisch fangen. Ich muss mal gucken, ich habe mit dem Handy ein Video gemacht, wie ich das mit reinschneide. Wäre ein richtig cooles Teil. Was ganz Besonderes hier für den See. Normal ist hier eigentlich nur blanke Spiegler. Dass da mal welche ein bisschen beschuppt sind, das ist ganz selten. Also es gibt hier einen Fisch. Ein bisschen größer noch. Der hat ein paar schöne Schuppen auf der Seite. Ist auch der einzige, den wir so kennen hier. Und der hat so einen Zeil, so einen wilden Zeileransatz. Sieht auch ganz geil aus. Wirklich mega. Wir haben es jetzt kurz vor 10. 5 vor 10. Bis 10 Uhr ist hier immer eine heiße Phase. Vielleicht auch so bis 10:30. Und vielleicht auch bis 11, wenn nichts ging, also vorher nicht ging. Eben ist noch einer gerollt. Deswegen warte ich mal noch so ein halbes Stündchen. Weil jetzt hat man schon öfter mal dann noch so einen guten noch einen Bonusfisch gepackt. Weil meistens ist das die Uhrzeit, wo dann auch ein besserer kommt. So war es bis jetzt. Die letzten Jahre. Ne? Ja, weil schlafen habe ich gut. Die Rehböcke haben geschrien, Alter, das war ja geisteskrank wieder, als hätte ich eigentlich ein Video machen müssen. Als wenn du einen abstehst. Irgendwann halt so haben die geschrien. Also komplett behindert. Jo. Ja, Leute, wie erwartet, nichts mehr gebissen. Ist jetzt kurz nach 11. Aber ja, wie gesagt, wenn nach 9:30 nichts mehr kommt, egal wie geil die Bedingungen sind, scheißegal, da kommt erstmal nichts mehr. Und es geht dann erst nachmittags, abends wieder los, denke ich. Ja, jetzt kommt noch die Sonne raus, toll. Ja, ich habe den Fisch schon in der Hand. Richtig schönes Teil. Kein Riese, aber das ist auf jeden Fall einer für die Zukunft. Makellos. Ist der auch ein Unbekannter. So, die Sonne ist weg. Wind nimmt noch mal zu. So, da ist er. Jetzt ist er weg, egal. Ach ja, schön nass nochmal geworden gerade. Ja, so ist es. Naja, ich packe jetzt ein. Hab den Fisch ja schon auf Kamera bekommen. Deswegen kein Problem. Dann lasse ich ihn auch eher mal schwimmen, ich lasse ihn eher mal entkommen. War ja nicht meine Absicht. Ja, ich packe jetzt ein, gucken, wann ich nochmal nach rauskomme. Gucken vielleicht die nächsten 3, 4, 5 Tage. Mal schauen. So, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wa?